Ja, und als es dann endlich soweit war, dass wir beide also qualifiziert waren, da ging es dann eben los in La Rochelle. La Rochelle dann die erste Etappe nach Madeira. Das sind wie viele Meilen? 1200 Meilen roundabout. Das ist erstmal schon mal eine Woche Segelzeit ungefähr. Und dann haben wir dort eine Woche Aufenthalt rund, bevor es dann weiterging auf die zweite Etappe. Und das war für mich, und ich glaube, Dominik kann das bestätigen, auch die eigentliche Transat-Etappe oder das eigentliche Transat-Rennen, weil das natürlich nochmal eine ganz besondere Geschichte war, dann eben auch wirklich drei Wochen lang nonstop ohne Assistance quer, also diagonal durch den Atlantik zu fahren. Das heißt, wir sind ja auch nicht die Schönwetterroute gefahren von Ost nach West Richtung Karibik, sondern eben auch durch alle Windsysteme, Nordostpassat, Doldrums, Äquatorpassage, Südostpassat bis eben auf den Südkontinent Amerikas nach Salvador de Bahia. Salvador de Bahia war dann Schluss. Die zweite Etappe war wesentlich länger als die erste, nämlich? Oh, 3100, glaube ich. 3100. Wie viele waren insgesamt am Start? Wie viele Schiffe? 89 Boote waren am Start. Und gab es eine, sagen wir mal, Profi-Wertung und eine Amateur-Wertung oder war das alles in einem Start und wer Erster war, der war dann auch in der Ergebnisliste Erster? Also es gibt einen Start, aber es fahren im Prinzip zwei Klassen mit. Es fahren Prototypen mit, da ist alles erlaubt, Carbonmasten, Carbonboote, Neigekiele und Serienboote, die sind ein bisschen reglementierter. Und innerhalb dieser zwei Klassen gewinnt dann der, der als Erster ankommt. Also es gibt keine Verrechnung nachher. Sondern der als Erster bejubelt wird, hat auch wirklich gewonnen. So, und dann ging es los, wir haben das vorhin gesehen. Und gleich am Anfang seid ihr schon mit einem Reff im Großsegel gestartet. Ihr habt ja diese stark überrundeten Achterleaks. Das heißt, es gibt fast einen Oberleak. Das geht also fast parallel zum Wasser, zur Wasserfläche, oben erstmal weg. Im Gegensatz zu den Segeln, die wir hier sehen. Also relativ viel Segelfläche und am Start schon gleich relativ viel Wind. Wird man dann in den ersten Tagen da seekrank oder ist man so aufgeregt, dass man an sowas gar nicht denken kann? Wie sind so die ersten 50 Meilen eines solchen Rennens? Die sind eigentlich immer totaler Stress. Man ist irgendwie ausgelaufen, es ist noch überall Tüdelkram. Man muss seine Startkreuz machen, die immer viel wenden, viel enger. Wenn 89 Boote an eine Tonne ranfahren und überall ist nur ein Mensch drauf, dann wird das natürlich immer eng. Man muss Ausguck halten, man muss, will trotzdem irgendwie schnell sein. Und das ist eigentlich totaler Stress. Also der erste Tag ist aufgedreht sein, Stress, überhaupt mal das Boot managen, dass man jetzt schnell fahren kann. Muss man sich zwingen, in den Wachrhythmus reinzukommen? Ist man also im Grunde genommen versucht, zu lange an Deck zu bleiben, weil man noch so aufgeregt ist und der Start und jetzt kann man noch sehen und so weiter und fällt dann, was weiß ich, nachts um drei in ein tiefes Loch, weil man eben nicht rechtzeitig angefangen hat, diese Pausen auch zu nehmen. Ja, wir sahen das jetzt eben gerade im Film, dass natürlich nachts der Wecker klingelt. Wir haben also keine schönen Schlafzeiten. Also von abends nach dem Sonnenuntergang bis morgens der Hahn kräht, sondern das geht natürlich im Weckerrhythmus alle halbe Stunde. Und nach dem Start weg ist man natürlich, wie Dominik sagt, tierisch aufgeregt und die erste Nacht ist eigentlich total durchgeknallt, sag ich mal. Also gut, aber irgendwann stellt sich halt der Rhythmus ein. Man kann sich natürlich ein bisschen darauf vorbereiten, aber das geht eben auch sehr schnell. Man muss aber eben schon auch sehr schnell seinen Rhythmus finden, damit man eben nicht in so einen Antizyklus, sag ich mal, verfällt, dass man sich selber auch überlastet, dass man seine Kräfte falsch einschätzt, dass man seine Müdigkeit quasi verdrängt, sondern man muss sich schon auch eben ganz gezielt darauf einstellen, dass man einen Tagesablauf hat, den man einhält, dass man einen Rhythmus findet, der zu einem selbst, zum Boot, zum Managen des ganzen Segelns, quasi zum Segelmanagement dazu passt. Wir sehen dich hier liegen am Bug etwas machen. Offensichtlich ist das irgendwas mit dem Gennaker-Bauen da irgendwie angetüdelt oder so. Man hat also dann doch, wenn man in diesem Rhythmus drin ist, relativ viel Zeit, zumindest wenn es so schönes Wetter ist wie hier. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie schön Wettersegeln, ist es natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz hat man natürlich täglich was auch an Bord zu tun. Es gibt Reparaturen. Da ist mir dann vorne das Wasserstack unten aus dem Bugbeschlag geflutscht, sozusagen gebissen. Und da habe ich dann eben mich da Hals über Kopf quasi dass die Reparatur durchführen müssen. Da gibt es eben auch andere Situationen, dass man dann auch mal in den Mast steigen muss. Ich glaube, da kann Dominik noch was zu erzählen. Und ansonsten hat man eben auch rund um die Uhr was zu tun, weil das Boot will gepflegt werden und man will auch so schnell wie möglich segeln. Das heißt, immer online sein. Wenn
Henrik schon sagt, dass Dominik dazu was sagen kann, dann sollten wir ihn auch zu Wort kommen lassen. Was war denn da mit dem Mast? Wir hatten an den Kanaren so 35 Knoten Wind und da... Windstärke 7, gut 7, fast Unterkante 8. Ja, genau. Und danach ging mein Licht nicht mehr, meine Positionslaterne. Und meine Funkantenne hatte sich verbogen, mein Windex war abgerissen. Und dann bin ich halt zwischendurch, habe ich mir schön Kletterzeug angezogen und bin in den Mast gestapft. War leider an dem Tag ziemlich flaute, was relativ ungeschickt war, weil als ich dann oben im Mast war, hatte das Boot gar keine Eigenstabilität mehr, sondern es wurde von den Wellen hin und her geschmissen. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Man probiert sich da oben festzukrallen, ist zwar irgendwie gesichert, aber man muss sich festhalten und noch was arbeiten. Und naja, das war jetzt im Transat und vorher im Rennen musste ich das auch schon machen. Ist aber immer unangenehm, wenn man im Mast muss. Aber es ist was, wozu man bereit sein muss. Also das ist klar, dass das passieren kann. Rodeo mitten auf dem Atlantik, was ist dir kaputt gegangen? Ja, ich hatte eigentlich schon mein größtes Malheur auf der ersten Etappe. Das hat mir leider auch die zweite Etappe so klein wenig verhagelt. Da ist mir ein Backschlag gebrochen und dadurch ist der Mast unter Spinnacker. Also wir tragen ja vorne, der große Spiel ist durchaus bis zwischen rund 78 Quadratmeter, knapp 80 Quadratmeter groß bei dem kleinen Boot, auch eine immense Segelfläche. Und dadurch ist mir eben der Mast sehr stark nach vorne gebogen und der ist leider auch nicht wieder ganz gerade zu trimmen gewesen, sodass ich im Grunde auf die zweite Etappe mit einem leicht verbogenen Mast gegangen bin. Ja, kommen wir mal auf Segel. Er hat ja gerade das größte Segel angesprochen. 6,50 Meter. So ein Pirat, der da hinten steht, mit dem Hackebeil ist 5 Meter lang, also 1,5 Meter mehr. Und dann ist man bei der Größe eurer Boote. Wie viel Segel nimmt man da mit? 8 Segel sind das Maximum, was man mitnehmen darf. Man muss 2 Sturmsegel mitnehmen. Und ansonsten hat man im Prinzip freie Wahl. Man probiert natürlich immer möglichst Raumsegel mitzunehmen. Also große Spinnaker, einen kleinen Spinnaker, Code Zero und einen Genaker. Code Zero ist also ein Rollsegel ohne festes Vorstach. Das ist also praktisch ein fliegender Genaker, den man einrollen kann, so ungefähr. Ja genau, das wird gerollt und damit kann man halt bei Leichtwind noch relativ hoch fahren. Und wenn der Wind ein bisschen kräftiger wird, kann man damit auch Raumschutz lang gleiten, wenn der kleine Spiel schon zu groß ist. Was isst man da so den ganzen Tag? Ist das alles Wasser heiß machen und dann irgendwas mal sehen, wie es schmeckt und dann weiß man hinterher, was man gegessen hat? Oder guckt man auf die Packung, damit man weiß, wie es ungefähr schmecken müsste? Es gibt mittlerweile ganz hervorragende Trekking-Food-Geschichten. Das sind diese gefriergetrockneten Packungen, die man dann mit heißem Wasser aufrührt. Da gibt es eine einigermaßen große Vielfalt, die allerdings nach einer Woche dann auch durch ist. Also man kann das ganz gut essen. Dazu gehören natürlich dann Powerbar-Riegel, also so nachts mal schnell ein bisschen Energie, wenn man wieder mal fünfmal hintereinander Segel gewechselt hat, dann muss man da schon mal schnell ein bisschen was zu sich nehmen. Powerbar-Riegel schmecken sehr gut, ich persönlich mag sie, manche mögen sie überhaupt nicht. Aber es ist halt gefriergetrocknet, das heißt, es ist Gewicht, Leichtgewicht und man hat eben 100 Liter Wasser zur Verfügung zum Essen, zum Trinken, für alles, was man so tägliche Wäsche, was man so machen muss. Und dazu gehört dann eben auch Essen bereiten mit dem Wasser. Das ist eine Frage, die kommt von mir und viele sagen, naja, der muss ja diese Frage stellen. Wie viel nimmt man da denn so ab, so auf 4000 Meilen? Also ich habe 6 Kilo wohl da gelassen, laut meiner Freundin. Und, ich dachte, eine Waage macht man das. Ja, aber mittlerweile habe ich die, glaube ich, auch wieder drauf. Und, die Freundin? Nein, jetzt lassen wir das. Du? Ich habe keine Ahnung. In Brasilien gab es keine Waage. Als ich zurückkam, hatte ich schon wieder zugenommen, weil in Brasilien war das Essen ganz gut. Gibt es überhaupt Erfahrungen, wie viel Kalorien man da so verbraucht beim Einhandsegeln auf so langen Strecken? Ich weiß es nur von Leuten, die also am Volvo Ocean Race teilgenommen haben. Die haben im Southern Ocean bis zu 6.500 Kalorien verbraucht. Ich glaube, so viel braucht ihr nicht. Ja, ehrlich gesagt habe ich da jetzt keine hochwissenschaftlichen Vorausberechnungen angestellt. Ich habe mir überschlagen, wie viel ich wohl brauchen würde und habe eben entsprechend eingepackt. Und da das Zeug nun mal wirklich nicht viel wiegt, wenn es trocken ist, habe ich auch wirklich genug mitgehabt. Das heißt, ich habe also auch nach Hunger gegessen, nach Bedarf gegessen. Und das hat eigentlich über die 3 Wochen ganz gut geklappt. Das ist ja jetzt auch noch kein Vendée Globe, kein Around the World Race, wo man das sicherlich ein bisschen wissenschaftlicher angehen muss.